Hallo, ich bin Agentin Nora und ich bin heute im Gespräch mit Eliane Chapuis. Eliane, du bist ein richtiges Multitalent. Du hast erzählt, du modelst, du schauspielerst, hast ein Buch geschrieben. Ja, also erzähl doch mal ein bisschen mehr. Wie bist du auf die Ideen gekommen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, ich war 13, als ich mich beim Stadttheater Bern beworben habe für eine Kinderrolle im Musical Oliver Twist. Und ich habe dann eine Rolle bekommen, eine Sprechrolle, Sing- und Tanzrolle. Und bin dann am Stadttheater Bern geblieben, bis ich 17 war. Ich habe dann mit 17 die Prüfung bestanden an die Schauspielakademie Zürich. Da blieb ich ein Jahr und als Model habe ich auch mit 14 angefangen an der Agentur Option in Zürich. Und ja, es ging alles immer sehr, sehr schnell. Ich war dann mit 17 schon das Gesicht von großen Marken, wie Fabric Frontline, und ich modelte für Swatch und Schoppach. Und dann mit 18 wurde ich eingeladen als Praktikantin an einen Workshop von Robert Redford in Amerika. Und das brachte mich auf die Titelseiten der Schweizer Presse. Und alle: geh rüber, mach die Schauspielkarriere in Amerika, in Los Angeles und so. Ich habe auf alle gehört und bin nach Amerika. Meine erste Hauptrolle hatte ich mit 19 in ProSiebens Die Straßen von Berlin in einer Folge. Und dann folgte ein Film in Amerika, der heißt Soundman. Und ich war dann auch Executive Producer. Also ich habe da mitproduziert. Und das habe ich mittlerweile auch für andere Projekte schon gemacht. Und ich bin sehr gerne wandelbar, vielseitig. Also ich singe auch, ich habe zwei Alben gemacht. Und zwar, die eine ist Christmas Time, ist meine Weihnachts-CD, wo ich die Gedichte geschrieben habe und die Hälfte der Musik. Und dann eine buddhistische CD, Plum Village Kid, wo ich Gedichte singe von berühmten Mönch Thich Nhat Hanh. Ja, und wenn ich dann frei bin vom Schauspielern und singen, schreibe ich auch gerne Kinderbücher. Und das erste, das ist jetzt rausgekommen, heißt Sternchentanz. Und das ist eine Geschichte, die habe ich erfunden. Da war ich 12 in einem Kinderzirkus. Und vor einigen Jahren habe ich dann überlegt, was wäre gut, das Kinderbuch. Und dann ist mir diese Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Ja, bleiben wir doch gleich ein bisschen bei deinen Werken. Zu deiner CD Plum Village Kid. Bist du selbst Buddhistin oder interessiert dich der Buddhismus einfach sehr? Mein Vater war Schweizer, war Christ, aber als er meine Mutter kennengelernt hatte, die ist aus Vietnam, hat er sich zum Buddhismus dann konvertiert. Und ja, der Vater ist leider früh verstorben. Dann bin ich mit der Mutter aufgewachsen und dann war ich halt bin ich vor allem buddhistisch aufgewachsen. Aber mir gefallen beide Religionen. Also ich gehe auch sehr gerne in die Kirche, ich gehe sehr gerne in die Pagode. Also man hört eigentlich selten von dieser Mischung, die ich bin. Aber ich finde, ich habe wie Wurzeln in zwei Kulturen und ich pflege beide gerne. Und die Religionen interessieren mich auch. Aber ich würde sagen, hauptsächlich Buddhismus, dann Christentum und dann Katholizismus. Ja. Und was hat dich auf die Idee gebracht, eine Weihnachts-CD zu veröffentlichen? Ist das ein Lieblingsfeiertag oder was war da die Idee dahinter? Ich finde Weihnachten ganz etwas Schönes, vor allem hier in der Schweiz. Es gibt so viele Kirchen und das ist immer so andächtig und die Stimmung ist so süß mit den Tannenbäumen und den Kerzen und alles so heimelig und dann der weiße Schnee überall. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, ich und der Chris Lange, diese CD zu machen und was wirklich Schönes zu bringen, wo den Leuten Freude macht. Und ich habe dann diese Lieder auch schon in Schweizer Kirchen gesungen. Und es bringt viel Freude,
für mich wie auch für die anderen Leute und die zuhören, das ist schön. Du hast erzählt, du hast dein Kinderbuch Sternentanz hast du schon mit 12 verfasst. Nein, also ich war 12, als ich in einem Kinderzirkus war, Bombonelli, und da habe ich mit einer Freundin diese Geschichte erfunden. Und als ein Freund von mir vor einigen Jahren sagte, Eliane, mach doch ein Kinderbuch, ist mir diese Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, diese Geschichte, die ich im Kinderzirkus erfunden habe, die wäre gut für ein Kinderbuch. Und daraus ist dann Sternchentanz entstanden und es kommt gut an, es gefällt den Leuten. Ja, hat schon damals im Kinderzirkus den Kindern sehr Freude bereitet, diese Geschichte. Und ja. Du machst so viele verschiedene Sachen. Wenn du dich jetzt plötzlich für eine Richtung entscheiden müsstest, was wäre das? Das ist so schwierig. Also ich schwanke zwischen Schauspiel und Singen. Im Moment möchte ich mich vor allem auf Singen konzentrieren, aber ich weiß, wie es ist. Genau in dem Moment, wo ich mich auf Singen konzentriere, kommt eine super Rolle. Und dann muss ich meine Aufnahmen abbrechen und irgendwo hin und drehen gehen. Das ist so schwierig, voraus zu wissen, zu sehen, was kommt. Ich finde, Singen ist einfacher, weil eine CD zu produzieren oder Lieder aufzunehmen, kann man auch zu Hause heutzutage oder irgendwo in einem Studio, ein Film, bis ein Film bereit ist, von der Finanzierung her, ich meine, man kann ja keinen Film machen unter 100 oder 200.000. Das braucht immer länger. Und manchmal ist dieser ganze Prozess mir manchmal fast ein bisschen zu mühsam. Und ich finde dann, dass das Singen mir mehr Freude bereitet, mehr Spaß macht. Also dann tippe ich eigentlich auf Singen. Ja. Was war denn deine interessanteste und faszinierendste schauspielerische Erfahrung, die du gesammelt hast? Ja, das ist definitiv die Rolle, die ich hatte im Film Gangs of New York von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz und dem Daniel Day-Lewis. Und ich hatte Glück, dass ich in einer Szene sein durfte, wo ich mit diesen drei Schauspielern spielen durfte, und ich hatte auch Text. Und wir haben in Rom gedreht, in La Cinecittà. Und das ist eine einmalige Erfahrung für mich. Ich werde das nie vergessen. Denn von den männlichen Schauspielern war Leonardo DiCaprio immer einer meiner Lieblingsschauspieler. Also er und der Robert Redford. Und das, ich bin dankbar für diese schöne Erfahrung. Ja. Du warst ja sehr jung, als du angefangen hast mit all diesen verschiedenen interessanten Sachen. Wie war das, in diesem Alter schon so aktiv zu sein? Was für eine Jugend hast du verbracht? Und ja, ich hatte eine schöne Jugend. Ich war in der Rudolf-Steiner-Schule und schon dort wurde das Künstlerische sehr gefördert. Aber ich hatte auch Hobbys wie Ballett und Reiten und zu Hause mit meinen Geschwistern hatte ich auch ein schönes Leben. Ich muss sagen, ich war ein bisschen traurig, dass mein Vater so früh verstorben ist, und irgendwie so früh etwas zu finden, was mir sehr viel Freude bereitet hat und meine Leidenschaft wurde, glaube ich, war sehr gesund für mich. Ja, und hat mich davon weggebracht, ein schwieriger Teenager zu sein mit irgendwie Langeweile, wo dann ihr Blödsinn macht, sondern im Gegenteil, ich war einfach ein sehr leidenschaftlicher Teenager, und noch heute habe ich die gleiche Leidenschaft für was ich mache, und das ist irgendwie schön. Ich glaube, das muss man auch haben, weil es ist so hart und so kompetitiv, dass man das schon haben muss, glaube ich. Wie war das für deine Mutter? Ich meine, Mütter wollen ihre Kinder ja meistens auch ein bisschen beschützen und ihnen Sorge geben. Hat sie dich in diesem Punkt unterstützt, oder hat sie auch manchmal gefunden, ja, so schalt mal einen Gang runter und pass auf dich auf? Wie war das für sie? Also ich habe diese Film-Theater-Szene in der Schweiz, fand ich immer sehr angenehm.
Hollywood ist dann dagegen ein bisschen gefährlicher. Es hat eine große Stadt und man muss aufpassen mit diesen Partys und so. Und was sie sich wünschte, ist, als ich 18 war und dann nach Los Angeles zog, ist, dass ich neben einem Cousin leben musste. Also ich durfte nicht einfach so alleine auf nach Los Angeles, sondern ich musste bei Familie leben und ich bin sehr dankbar dafür. Das war einen guten Rat. Am Anfang so wollte ich sofort unabhängig sein. Nein, Mami. Und dann jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass sie das so organisiert hat. Also im Schauspielbusiness gibt es ja sehr viele auch sehr, also ein harter Weg, erfolgreich zu sein. Ich denke, jeder angehende Schauspieler hat sehr viele Niederlagen. Wie bist du damit umgegangen, wenn du mal einen schlechten Tag hattest und dachtest, mein Gott, und total entmutigt warst? Was hat dich wieder aufgepeppt? Wie hast du dich wieder motiviert? Ich muss sagen, ich war ein bisschen einsam manchmal, aber zum Glück hatte ich ja ganz viele Verwandte da in Los Angeles, die ich am Wochenende besuchte. Unter der Woche bin ich dann in Schauspielkurs gegangen und ich hatte immer Leute um mich, wo wir gesagt haben, komm, lass uns unser eigener Film machen, lass uns ein Drehbuch schreiben, lass uns einen Film co-produzieren und es war gut, eigentlich immer beschäftigt zu sein und nicht nur an Castings zu gehen, sondern die eigenen Projekte zu machen. Und das habe ich bei Robert Redford gelernt. Und er ist auch ein super Mann, sehr sympathisch, sehr lieb. Und das ist ja unglaublich, wie er die Leute inspiriert. Also, der hat so einen Workshop, das heißt Sundance Workshop. Da werden junge Regisseure gefördert mit ihren Drehbüchern. Und dann beim Filmfestival Sundance, da werden diese Filme gezeigt, es ist ein Sprungbrett für Hollywood. Und also ich finde, dieser Mann wird sehr unterschätzt und ich bin so dankbar, dass er dieses Independent Filmmaking mir in den auf den Weg gegeben hat, in den Kopf gegeben hat. Als ich dann in Los Angeles saß, habe ich immer daran gedacht, genau, einfach selber machen und dranbleiben und nicht immer nur warten, bis eine Castingfrau sagt, du hast die Rolle bekommen oder bis ein Studio sagt, wir machen deinen Film, sondern selber alles in die Hand zu nehmen. Das habe ich bei ihm gelernt. Welche Leute zählen zu deinen Vorbildern? Jetzt sei es Gesang oder Schauspiel oder Modeln, hast du Personen, die dich inspirieren und denen du nacheiferst? Ja, im Schauspielbereich war Audrey Hepburn immer mein Vorbild. Ich kenne auch ihren Sohn, der sehr sympathisch ist. Und ich kannte auch eine gewisse Schauspielerin, die Kathy Bates. Die fand ich immer sehr gut auch. Im Gesangbereich bin ich ein großer Maria Callas-Fan, aber ich werde nie in ihrer Liga sein können, gesanglich. Das ist ja sowieso nicht möglich. Aber weil ich mich ja vor allem für das Schauspiel entschieden hatte am Anfang. Aber es gibt andere Sängerinnen, die ich auch sehr gerne mag. Es ist die Charlotte Church, Hayley Westenra, Sarah Brightman. Ich glaube, diesen Sängerinnen kann ich mehr nacheifern. Du warst ja sehr mutig, du hast dich eigentlich für den unkonventionellen Weg, wenn ich das so sagen kann, entschieden. Du hast dich nicht für einen 0815-Job entschieden. Was rätst du jungen Frauen, die auch die einen Traum haben und die vielleicht auch Schauspielerin oder Model werden wollen? Was kannst du diesen Leuten auf den Weg geben? Also ich denke, in Europa, wenn als Schauspielerin ist es wichtig, eine staatlich anerkannte Schauspielschule zu besuchen und ein Zertifikat in der Hand zu haben. Das scheint in den deutschsprachigen Ländern wichtig zu sein. Also es gibt gewisse Castings, die lassen niemanden zu, der nicht ein Diplom hat von den staatlich anerkannten Schauspielschulen. Auch gewisse großen Bühnen erlauben keine solche Schauspieler hin. In Amerika ist das anders. Also du musst einfach gut sein, egal
was für eine Schule du gemacht hast oder was für ein Diplom hast, wenn du gut bist, das reicht. Das ist schön. Ausdauer, Liebe und Leidenschaft für den Beruf. Wenn es wirklich ist, was du willst, nie aufgeben. Ich würde sagen, wichtig ist, deine eigenen Projekte immer nebenbei zu machen. So kannst du dir eine Vita aufbauen und Erfahrung sammeln, falls niemand anders dir die Chance gibt. Ja. Vielen Dank für das interessante Interview, Elian.